Ja, Michael Mutzel, es ist eine schwierige Aufgabe bei Arminia Bielefeld. Was reizt Sie am Traditionsclub DSC Arminia, hier Sportchef zu werden? Ja, der Club ist spannend. Der Club hat Power, der Club hat tolle Fans, hat ein tolles Umfeld. Ich habe auch das Gefühl, dass hier in Ostwestfalen irgendwie alle auch zusammenhalten und den Club richtig unterstützen. Das habe ich schon, als ich hier dann Gast war oder Gegner war, immer mitbekommen. Und das wurde mir jetzt auch in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat nochmal klar vor Gesicht geführt und ich habe da richtig Bock drauf und fühle mich auch genau in diesem Club dann mit meinen Eigenschaften wohl und passt da, glaube ich, ganz gut zu. Es ist eine Herkulesaufgabe jetzt in 4, 5, 6 Wochen eine schlagkräftige Truppe für die dritte Liga zusammenzustellen. Wie viele Spieler haben Sie schon im Kopf und was schwebt Ihnen so vor? Sie sind ja, glaube ich, so ein bisschen auch, haben auch ein Faible für jüngere Spieler. Ja, also natürlich hat man schon Gedanken, wie dann die Mannschaft aussehen soll, aber es ist heute erstmal der Start. Ich führe jetzt erstmal auch viele Gespräche intern, wie der Stand ist, wer vielleicht auch nochmal bereit ist, auch mit in die dritte Liga zu gehen. Und sobald dann das klar ist, geht es dann einfach an die externen Spieler. Und da bin ich mir ganz sicher, weil ich viele Spieler finde, die richtig Bock haben, für Arminia Bielefeld zu spielen. Da geht es dann sicherlich nicht immer um die wirtschaftlichen Interessen, sondern viele Menschen von außen werden es genauso sehen wie ich, dass der Verein attraktiv ist und dass man hier was bewegen kann. Und die werde ich begeistern und dann hoffentlich eine tolle Mannschaft aufbauen. So zwei Spieler, die waren ja zumindest ein Herz, eine Seele für Arminia Bielefeld. Einmal der Alte sozusagen, Anführungsstrichen Fabian Klos, 12 Jahre hier, eine Kultfigur auch bei den Fans. Und eben auch der Junge, Jermaine Konsbruch, Bielefelder, der natürlich auch begehrt ist auf dem Markt, zumindest in der zweiten Liga. Was sagen Sie denn gerade zu den beiden Spielern, weil das ja vielleicht doch zentrale Spieler sind, wo auch die Fans überleben, bleiben die jetzt oder gehen die? Ja, ich werde schnellstmöglich mit den Spielern Gespräche führen und dann einen Eindruck gewinnen und gucken, wie die Situation ist und dann werden da auch Entscheidungen getroffen. Aber auch da ist es wichtig, wie mit den Mitarbeitern, dass man einfach miteinander spricht und das werde ich dann demnächst so schnell wie möglich angehen. Anfang August geht der Drittliga-Marathon los, erstes Augustwochenende. Was haben Sie so als Ziel gesetzt, dass Sie so einen schlagkräftigen Kader haben, also wo man dann schon Freundschaftsspiele schreiten muss, der ganz gut vorbereitet ist? Wann steht der? Wann soll der stehen? Haben Sie so eine Deadline? Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass wir bis zum 30.08. brauchen werden. Natürlich will man so schnell wie möglich dann die Mannschaft zusammen haben. Es gibt hier auch einen guten Unterbau, wo man auch Nachwuchsspielern eine Chance geben kann, dass die sich zeigen können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Kaderplanung bis zum 30.08. auch dauern wird und auch das Fenster ausgereizt wird. Neben Ihnen wird ja auch der Trainer wichtig. Wann haben Sie sich als Ziel gesetzt, erst den Trainer jetzt schon anzusprechen, bevor man die Mehrzahl der Spieler dann verpflichtet? Oder sagen Sie, ich muss jetzt schnell auf dem Spielermarkt aktiv werden und wird es einen neuen Trainer geben? Oder hat Uwe Koschinat Möglichkeiten, hier seine Arbeit fortzusetzen? Ja, wie gesagt, auch da steht jetzt ein Gespräch an. Das werde ich auch zeitnah führen. Und danach sehen wir dann weiter. Danke und viel Glück bei der Aufgabe.